Suntei sei ganz herzlich begrüßt zum aktuellen Wochenengellicht-Orakel, ja, in dieser Woche vom 11. bis zum 18.12. Also genau heute 3. Advent bis 4. Advent und dann kommt ja schon die Weihnachtswoche mit der Sonnenwende, der Wintersonnenwende und die beginnenden Rauhnächte. Ja, wir schauen rein, was für diese Woche uns begleitet, welche Botschaften und Energien. Und ich würde auch direkt hier starten. Alles, was du hier jetzt siehst, auch mein Lichtstab, den Heilstab und die Monoatomen Andara und Andara Lichtelfenanhänger findest du bei mir im Shop und dazu auch noch mehr Informationen. Es ist alles wieder unter dem Video verlinkt und du kannst heute wählen hier aus deiner Botschaft einen roséfarbenen, wunderschönen, ja, so ein bisschen milchig roséfarbenen Monoatom Andara. Und ja, der kommt jetzt hier auch wieder ziemlich blass rüber. Die Kamera belichtet das immer viel zu hell. Also das ist ein richtig schönes Rosé, so wie mein Nagellack so ein bisschen, ja. Wunderschön die Herzenergie. Dann diese tollen Angel Aura. Man sieht hier den Goldschimmer innen. Pendelanhänger, also das sind Lichtelfen Andara-Anhänger, handgefertigt. Da gibt es mehrere. Allerdings ist jeder ein Unikat. Das heißt, jeder, der zu dir kommt, jeder Einzelne ist ein bisschen anders. Der kann ein bisschen dünner sein, ein bisschen dicker. Er kann Einschlüsse haben, vielleicht eine Bänderung oder ein paar Seafoam-Bläschen. Ja? So von der Länge her sind sie alle fast identisch. Also wie gesagt, plus minus Abweichungen, weil es jeder ein Unikat ist, ein Einzelstück, eine Handarbeit. Und die sind wunderbar, die sind noch aufgeladen mit Licht und Liebe und bestimmten Schwingungsfrequenzen, wie ja auch meine neuen Armbänder, die jetzt auch dann schon im Shop sind und noch mehrere kommen werden. Das ist ein ganz neues Verfahren, wo ich dann die Andara-Schmuckstücke nochmal energetisch aufschwinge. Und ja, das sind natürlich ganz hohe Lichtschwingen und man kann die wunderbar auch zum Pendeln, tatsächlich nicht nur als Anhänger, sondern auch als Pendel benutzen. Wunderbar, als Heilpendel. Genau, das wäre deine Botschaft. Und hier in der dritten Botschaft haben wir die Heilige Triade. Da gibt es jetzt auch mehrere Sets. The Holy Triad. Das sind zusammengestellt von mir drei jeweils ungefähr gleich große plus minus Andaras, kleine, die auch so zu dritt immer kommen. Jeweils ein Saphirblauer. Wunderschön, Erzengel Michael, blauer Strahl, das Jesuslicht und das Divine Red, Magdalena-Energie, das göttlich-weibliche, auch natürlich die Erzengel Uriel, Michael und ein Aura Angel Opal White ist dabei, wo es dann steht für Gabriel und eben die Erneuerung. Und dieser hier hat auch dieses wunderschöne Schimmern, hat auch Seafoam-Bläschen drin. Kamera zoomt es jetzt wieder nicht so schön, aber du kannst es sehen in meinem Shop. Ein bisschen sieht man jetzt den Schimmern, der schimmert richtig im Licht, wunderschön, dieses Goldene und wie gesagt hat voll Seafoam-Bläschen auch. Und genau, die sind alle ein bisschen unterschiedlich, die heiligen Triaden-Sets, sind aber von der Energie und der Zusammenstellung eben für die heilige Familie und für die Trinity-Energie, von der Energie alle gleich, nur eben sind es natürlich immer die Andaras alle unterschiedlich von der Form. Manche sind, dann haben Seafoam, andere sind mehr ein bisschen klarer oder opaker. Divine Red und Saphir ist alles klar, die sind alle immer klar. Und da kannst du schauen, da gibt es, die sind durchnummeriert, die Sets. Und genau, die gibt es jetzt auch auf jeden Fall gerade jetzt zur heiligen Zeit. Genau. Und der Hinweis, der Shop ist noch offen bis zum, ja, 19. Also ich werde noch bis dahin auch da noch verschicken natürlich, aber dann geht der Shop in die Winterpause bis Anfang Januar. Genau, also es werden jetzt nochmal heute und die Woche noch
neue Andaras und andere Sachen, auch Engel, wunderschöne, noch reingestellt und noch bis zum nächsten Wochenende. Und dann ist schon Pause, aber es wird natürlich alle Bestellungen werde ich noch versenden. Ja, dann und natürlich der Arcturien-Heilstab, der ganz hochschwingend programmiert ist, energetisiert ist mit einem speziellen Verfahren. Der enthält ganz viele Heilfrequenzen und auch Lichtschwingungen und Lichtcodes und auch Heilpflanzenenergien und andere Blütenenergie, Schwingungsfrequenzen und zur Auflösung auch von Fremdenergien, für Heilung energetisch und ganz viele Dinge. Den kannst du ja auch bei mir erwerben und da arbeite ich ja dann auch immer damit. Das ist jetzt ein Glaskristall, der so wunderschön Regenbogen beschichtet ist. Und ja, jetzt starten wir, wenn du schon deine Botschaft gewählt hast, mit unserem Wochenengel und es ist der Erzengel Pulimiek und das ist hier der Naturengel und wir haben hier den grün-goldenen Strahl, also es geht ganz viel um Heilung auch, er überwacht uns in dieser Woche und wie ein zartes Pflänzchen hält er hier, also auch alles, was wir jetzt irgendwo säen, also wenn wir neue Inspiration haben oder uns in eine Planung machen, beginnen sollte man jetzt in dieser Zeit mit den Sperrnächten und nachher Rauhnächten jetzt erstmal nichts, aber es ist wunderbar, eine Zeit jetzt eben der Innenkehr, der inneren und Säuberung sozusagen, reine machen und schauen eben, was will jetzt weiter wachsen, was will ich weiter auch nähren oder in die Welt bringen, vorantreiben, dann unterstützt uns jetzt Pulimiek in dieser Woche eben unsere neuen zarten Pflänzchen, das heißt Ideen oder Projekte, wie gesagt, ins Wachstum zu bringen, also dass wir konkretere Pläne machen, wie gesagt, Umsetzung dann wirklich erst dann wieder im Januar und natürlich alles, was auch hier mit der Natur zu tun hat, mit den zwischenreichen Naturwesen, den Tieren, Krafttieren und eben allen Deven, also Pflanzendeven, alles, was damit zu tun hat, ist irgendwie wichtig in dieser Woche. Also auch die Verbindung zum Elfen, zum Feenreich, genau, ja, eben mit diesen ganzen Naturwesen, sich zu verbinden und ja, und das ist ja auch jetzt die Zeit der Magie und der alten Geschichten und ja, auch eben den Zwischenreichen, ja, dass wir da auch vermehrt Verbindung aufnehmen, jetzt in den stillen Winterwäldern oder ja, einfach in der Natur, wenn jetzt alles so unter Eis liegt und es ist so diese Stille, die Magie und ja, da sind die Schleier jetzt auch weiter sehr dünn zu diesen Zwischenreichen und ja, all das und überall da, wo wir uns auch unserer Natur, unserer wahren Natur und der Natur draußen, den Tieren widmen, unseren Tieren, da ist dieser Erzengel und begleitet und stützt uns, ja, und gerne verbinden wir uns einen Moment in diesen grün-goldenen Strahl, in die Verbindung, ja, mit allem, was ist. Atme mal tief ein und aus und spüre das leise Wispern, vielleicht schon der schneebedeckten Zweige und Tannen, das leise Rauschen und Knistern, wenn alles unter einer Eisschicht verborgen liegt, an dieses innere Leuchten, das heilende Leuchten, das grün-goldene Licht, berührt dich sanft in deinem Herzen und lässt auch deinen inneren Samen, deine neue Inspiration, Ideen, Projekte, wachsen, sprießen, sich jetzt
Energetisieren. Atme hinein und spüre diese lichtvolle Energie. Und dann nimm diese Energie auch in dieser Woche mit in all deine Gedanken, Ideen und eben auch für die Natur, für deine Tiere oder die Tiere, denen du begegnest, um sie zu segnen und dieses Licht zu verbreiten. Wow, wunderschön. Also bei allen, die wie gesagt jetzt ein Projekt im Entstehen haben, dann wird es jetzt genährt. Achte auch dann darauf, dass du es nährst, dass du in dieser Phase, wo etwas noch ganz klein und jung ist, braucht es besonderen Schutz und Fürsorge, analog zu dir selbst, in deinem Innersten, was da jetzt in dir entstehen mag, Neues. Und ja, mit dem grün-goldenen Strahl beschützt und genährt. Wunderbar. Und dann kommen wir zur einzelnen Botschaft. Ich werde dann wieder bei jeder Botschaft mit dem Arcturien-Lichtstab, mit dem LHMA-Stab dich noch ein bisschen aktivieren. Und ja, du hast sicherlich schon gewählt, dann tun wir die anderen einfach jetzt mal so lang auf die Seite und beginnen hier mit dem Rose Andara, der ja eben für die Herzenergie steht, für ja, die Liebe, den Frieden, das Mitgefühl, das sind ja diese Herzöffner und natürlich alle Wesen, die auch vom rosa Strahl wirken, Chamuel, die Elohims des rosa Strahls und Lady Nada und ja, viele andere auch. Wir schauen mal deine Botschaft, was hier diese Woche besonders in der Herzenergie für dich wichtig ist. Und die Karten findest du auch unterm Video verlinkt. Wir schauen mal rein, das ist das Tarot des inneren Kindes. Und hier haben wir schon deinen Garten, die 10 der Stäbe. Und schau mal, wir sehen hier einen wundervollen Garten und hier haben wir auch die Herzenergie. Rosa, grün, ja. Grün steht ja mehr für die Heilung im Herzbereich, also in den Herzchakra-Thematiken und rosa eben das Öffnen, die Liebe, Selbstliebe, Beziehungen, Vergebung, Fürsorge. Und genau, das Kind ist hier auch umgeben mit den weißen Schmetterlingen und ganz versunken hier mit seinem Regenbogen-Schmetterling. Und da ist ein kleines Häschen und das steht ja auch immer für Neubeginne. Und da hinten sieht man, ist das Tor offen, der Zaun ist offen, die Schmetterlinge fliegen da hinaus. Und die Birke, auch alles ein Neubeginn. Und das heißt jetzt, genau, kümmere dich jetzt um dich selbst, kümmere dich um dein inneres Kind, deinen inneren Zaubergarten. Und wenn du im Moment in einer schwierigen Situation bist, wo du dich vielleicht ein bisschen überladen fühlst, weil im klassischen Tarot sind die 10 der Stäbe ja die Überforderung, die Last, die ich auf mir trage, ja, vielleicht zu viel Lasten, zu viel Stäbe, die ich da mit mir rumschleppe, vielleicht auch von anderen. Und dann beugt einem das schon. Und es kann dann auch schon in Richtung Burnout gehen, Erschöpfung, Müdigkeit. Und hier heißt es eben symbolisch mit dem Kind im inneren Garten, bitte, genau, guck mal, es transformiert sich mit den weißen Schmetterlingen, die Tür ist offen, du kannst jetzt alles loslassen und gehen lassen, du musst nicht alles alleine tragen, alleine stemmen, schau genau hin, sortiere aus, was du noch mit dir schleppst, was dich beschwert und was dich ja, vielleicht auch zurückhält, deinen Weg zu gehen, mehr in der Freude, in der Leichtigkeit zu sein, ja, dich wirklich um deinen inneren Garten, das, was dich nährt, die Schönheit, die Liebe, die Freude zu kümmern. Deswegen hast du den Herzandara, weil sonst eben verhärten wir auch zu sehr, ja, wenn wir nur die Lasten und Verantwortlichkeiten und Pflichten tragen und erfüllen. Also auf jeden Fall hier, geh in deinen inneren Garten, verbinde dich mit deinem inneren Kind, arbeite wunderbar hier auch der Engel der Natur und des Naturreiches, grüner Strahl, rosa Strahl, mach dich leicht, mach dich frei,
lass diese Transformation geschehen, ja, ganz, ganz wichtig, damit du weiter auf deinem Weg voranschreiten kannst und nicht wirklich unter den Lasten hier irgendwann zusammenbrichst, ja. Wir schauen mal rein, wir haben hier noch die Erzengel-Michael-Karte. Ja, genau, guck mal, löse dich von der Situation, also ganz wichtig, das ist jetzt wirklich ein ganz klarer doppelter Aufruf mit dem Herz Andara sowieso, achte auf dein Herz, achte auf deine Bedürfnisse, deine Gefühle, mach nicht so weiter, ja, man weiß, ne, auch im Energie, alles ist erst energetisch und wenn wir uns zu sehr überfordern, überlasten und wir hören nicht auf den Körper oder auf die Zeichen und sagen stopp, 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 nimm dir eine Auszeit, gebe ab, ja, organisiere dich neu mit deinen Dingen, dann kann es wirklich uns ganz schön auch mal dann, ja, out of order setzen, ja, durch etwas, wo wir dann gezwungen sind, in die Ruhe zu kommen, ja. Und genauso sagt hier auch Erzengel Michael, der hier wirklich mit seinem Lichtschwert kommt, ganz wichtig, diese ganzen Anhaftungen zu durchtrennen, auch energetisch natürlich, was damit verbunden ist, Ängste, Dramas und so weiter, aber auch die Konflikte, eben das, was du da mit dir trägst, was jetzt nicht, was ungesund jetzt langsam für dich ist. Bitte ich dich, Erzengel Michael, mit deinem flammenden Schwert jegliche Anhaftung an Angst und Drama zu durchtrennen, damit ich Ruhe in dem Wissen finden kann, dass in meinem Inneren und in dieser Situation Frieden herrscht. Ja, genau. In dieser Situation und in deinem Inneren. Und genau das ist das, was hier das innere Kind dir sagt. Es ist hier im Frieden, die Transformation mit den weißen Schmetterlingen. Es geht in die Leichtigkeit, es darf sich loslassen, verändern. Es kümmert sich hier um sich, es ist in seinem Garten. Genau, dass du Frieden und wieder eben Balance in dir finden kannst, ganz wichtig. Also bitte, bitte unternimm die Schritte, ruf dir Erzengel Michael, ja, an deine Seite. Hier haben wir ja noch eine Botschaft von den Ahnen, aus dem Ahnenorakel, und hier geht es um die Zeit. Vermeide jetzt kleine Fehler, so wirst du große Fehler umgehen. Lerne daraus und schütze dein Herz vor negativen Gedanken. Blicke nach innen und nimm dir Zeit für deine Gedanken. Also auch hier wieder Klärung, Klärung, Klärung. Da ist wirklich jetzt etwas, was nicht in Ordnung ist bei dir in der Situation, ja, wo du dich wirklich, wo du zu viele Verantwortlichkeiten oder Themen mit dir rumschleppst, die jetzt wirklich ganz dringend an der Zeit sind, loszulassen, zu klären, Bereinigung zu machen. Und damit daraus nicht noch was Größeres entsteht, was dir, was ungut ist. Ja, also die Zeichen jetzt, also das ist schon eine ganz, ganz, ganz klare Aufforderung. Ja, also da ist es jetzt an der Zeit. Also nicht mehr bitte weiter so machen oder auf die lange Bank schieben, sondern zieh jetzt hier wirklich Schlussstriche, zieh die Konsequenzen und schaue zu dir und lass jetzt mal das Licht in dein Herz. Das ist ja, da ist ja so viel, boah, richtig Druck, ja, Überlastung, Überladung. Atme ein und aus. Ich lasse jetzt alles los. Erzengel Michael, bitte ich dich, durchtrenne jetzt all diese Anhaftungen, kläre meine Gedanken, mein Gedankenfeld, meine Emotionen. Ich komme jetzt ganz zu mir, öffne mein Herz und lasse los. Ich finde zurück auf meinen wahren Weg. Ich lasse alles andere los. Ich gebe ab. Ich trage es nicht mehr. Ich schaue zu mir, mein inneres Kind. Ich lasse alle Gedankenkarusselle jetzt los. Ich kläre meine Gedanken. Ich kläre mein Energiefeld jetzt. Atme ein und aus. Solarplexus, Herzchakra, Rücken. Was trägst du alles auf deinem Rücken? Atme ein und aus.
Lass alles los und schau dein inneres Kind, dein innerer Garten. Und Erzengel Michael hilft dir, alles zu transformieren, zu durchtrennen. Was dir jetzt nicht mehr dienlich ist, sofern du bereit bist, es liegt an dir. Atme. Ich streiche jetzt energetisch über deine Wirbelsäule. Geben alles ab. Marame. Wow. So kann man wunderbar auch arbeiten, energetisch. Wow. Ja, nimm es dir gut zu Herzen. Arbeite weiter damit. Ja. Und ich danke dir, wünsche dir eine wundervolle Woche, einen wundervollen Adventssonntag noch. Achte gut auf dich. Marame, sei gesegnet. So, jetzt schauen wir weiter zur zweiten Botschaft mit dem Andara Lichtelfenanhänger, dem Aura Angel Opal White. Hier geht es ja um diese Elfenenergie, ja, die Verbindung zu den Lichtelfen. Die Lichtelfen sind ja nochmal höhere Wesen als die normalen Elfen. Die Lichtelfen sind auch direkt von der göttlichen Quelle, so wie die Engel, aber ein bisschen eine andere Energie, ja, weil sie eben auch viel für die Zwischenreiche und ja, mit der Magie, aber mit der guten Magie und der Schöpfungsgeschichte zusammenstehen, zusammen verbunden sind. Wir schauen mal rein und hier kommt ja das Licht, die Verbindung zu diesen höheren Dimensionen. Wir schauen mal rein hier, deine innere Kind-Tarot-Karte. Und hier geht es auch so ein bisschen noch um so einen Kampf in dir, Zweifel. Man sieht hier so zwei junge Burschen, die spielerisch mit den Schwertern hier, wir haben das Wasserelement, vielleicht die untergehende oder aufgehende Sonne, im Wasser, die zwei Felsen, die zwei Schwerter, wie sie hier so miteinander fechten. Ja, natürlich ist es hier so ein bisschen spielerisch dargestellt, aber im Prinzip ist das, sind es deine Anteile in dir, analog im Außen. Ja, vielleicht bist du im Moment wirklich so in einem inneren Konflikt, und damit auch in einem äußeren Konflikt, wo es um eine klare Entscheidung geht, wieder um eine klare Richtung, ja, wo so wirklich die Anteile analog Kopf und Herz zum Beispiel, ja, miteinander fechten. Ja, der Kopf sagt, Mensch, nee, ich muss doch aber dies und dies, und dein Herz sagt vielleicht was anderes, ja. Und im Außen spiegeln sich die Situationen, dass wir vielleicht im Job oder im Privatleben oder durch eine Situation wirklich vor eine Entscheidung gestellt werden. Kopf oder Herz, ja. Ganz wichtig ist, lass die Zweifel los, lass diese mentalen, hier geht es ja ums Luftelement, also viel um die Gedankenenergie, Schwerter stehen ja für die Gedankenenergie, lass das mal los, ja, die Zwei ist ja immer dieses eben Schwankende, hin und her, soll ich dies oder soll ich so, ja oder nein, dort oder hier, rechts oder links, ja. Und die Lichtelfen geben dir da wirklich mehr Licht in die Situation, ja, mehr Licht in die Situation. Da könnte man jetzt auch wunderbar, wenn du jetzt so einen hast, den dann als Pendel benutzen, zum Beispiel auch mit dem Auftrag, bitte gib mir mehr Klarheit, Vertrauen in diese Situation, in mich, dass ich den richtigen Weg, jetzt die richtige Entscheidung für mich finde, ja, was im höchsten Wohle für mich ist und für alle Beteiligte. Ja, und kannst es einschwingen lassen oder wirklich um eine Fragestellung, um dir klarer zu werden, ja, nein, ja, also welche Richtung soll ich gehen oder mich entscheiden, ganz wunderbar, da können dich die Lichtelfen unterstützen und es ist wichtig, lass die Zweifel los, ja, lass das Kämpfen, ja, dieses Hin und Her, für und wieder, Pro und Contra, lass zur Ruhe kommen, verbinde dich ins Licht, verbinde dich bitte mit dem Herzen. Natürlich, der Verstand ist auch wichtig, weil wir auch bestimmte Aspekte berücksichtigen müssen, wenn wir langfristig Entscheidungen treffen. Aber es darf nie
unsere Herzentscheidung auf der Strecke bleiben. Wenn wir kein gutes Herzgefühl haben, nützt uns aller Verstand nichts, weil dann kommen wir in eine Situation, die uns ganz schnell traurig und wo wir denken, oh Gott, was habe ich denn nur da jetzt entschieden? Das Herz muss mit von der Partie sein, also bitte, ja? Es muss für dich ein stimmiges Ganzes sein, aber schieb auch die Entscheidungen nicht zu lange vor dir her. Geh aus dieser Zweifelsituation heraus. Wir schauen mal, Erzengel Michael kommt da und sagt auch, und hier, Gedanken und Gefühle, also wieder eben das Mentalfeld, und das wiederum bestimmt ja unsere Gefühle, Emotionen. Danke, dass du mir hilfst, meine gottgegebene Kreativität und Weisheit anzuzapfen, damit ich mich klar ausdrücken und Einsichten, Segnungen und Heilungen erlangen kann. Und genau das zeigt es ja nochmal aus, auf oder verstärkt es, die Botschaft von den zwei der Schwerter. Genau, kläre bitte Michael, und guck mal, hier haben wir dieses opalisierende Licht, ja, genau das ist es. Du brauchst jetzt Klarheit in dieser Situation. Schreib dir vielleicht mal alles dazu auf, dass du mehr Klarheit kriegst, auch deine Ängste, Unsicherheiten zu dem Thema oder zu der Situation. Und bitte drum, genau, dass es jetzt heilen darf, dass Klarheit kommen darf. Und genau, ne, da unterstützt auch diese Energie. Weil so kämpfst du ja immer nur wieder gegen dich selber weiter und kommst nicht voran, du bleibst ja da stecken, ja, und deswegen ist es jetzt wichtig, du hast alles, was du brauchst, du hast deine Weisheit, du hast Kreativität, und Kreativität heißt, dass wir gute Lösungen für uns finden, ja, wenn wir in Verbindung sind mit unserem göttlichen Sein, mit dem höheren Selbst, ja, und das ist ganz, ganz wichtig, ja, unterscheide. Wow, genau, hier geht's ja auch, Entscheidung, Unterscheide, genau, wir müssen raus aus diesem, soll ich nicht, dies oder das, wenn wir ein gutes, klares Unterscheidungsvermögen haben, wenn wir wissen, Herz und Kopf zueinander bringen. Stehe ein für das, was du glaubst, und mache einen Unterschied in deiner Welt. Lebe und liebe dein Leben, genau. Mach einen Unterschied, also nie, wenn es hier auch um eine Entscheidung geht, wo du für und wieder, oder wo du denkst, na, das kann ich doch nicht tun, dann bin ich irgendwie wieder so, ne, ein Außenseiter, Außenseiterin, oder nee, das kann man doch nicht machen, lieber konform gehen, eben, dann bleibt man immer so dieses ewige hin und her. Mach einen Unterschied, stehe ein für das, was du bist, was du jetzt glaubst, was dein Herz und deine Gefühle und auch dein Verstand, deine Gedanken sind ja auch schon auch ein Empfänger des Geistes, des göttlichen Geistes, ja. Aber kläre das, ja. Bring es in Verbindung und mache einen Unterschied in deiner Welt. Liebe und lebe dein Leben. Mach dich klar, ja. Und dann triff auch klare Entscheidungen, weil dann kannst du, wenn du gut unterscheiden kannst, weißt du, was gut für dich ist und richtig. Egal, was die anderen von dir erwarten, fordern oder dich hineindrücken wollen, du machst den Unterschied. Du gehst deinen Weg. Du musst nicht mehr hier, ne, ständig gegen dich selbst kämpfen oder in dieser Zwickmühle verharren. Wow, wir aktivieren da mal mehr die Klarheit für dich. Ich bitte jetzt, Erzengel Michael, gib mir die Klarheit und Reinheit, meine Gedanken zu klären. Ich stehe ein für mich und das, was ich ganz klar und tief in mir spüre. Ich bin göttliches Licht und ich gehe meinen Weg, klar und unabhängig, im göttlichen Licht. Ich bringe jetzt Herz und Verstand in Einklang und ich entscheide mich für das, was jetzt heller leuchtet, das, wo ich weiß oder wo ich spüre, was mir Freude bringt, wo ich ein Kribbeln fühle, wo ich Leichtigkeit fühle. Das ist der richtige Weg, das ist die richtige Entscheidung und ich stehe ein für das. Ich lasse alle Kämpfe und Konflikte und Zweifel los. Ich vertraue. Ich vertraue in die göttliche Kraft, an meine Weisheit, die göttliche Weisheit. Denn ich bin Teil dieser göttlichen Weisheit und göttlichen Kreativität. Ich komme jetzt
in Einklang mit allen meinen Anteilen. Ich weiß, was zu tun ist und ich tue es. Ich danke dir, Erzengel Michael, dass du mir hilfst und all die Lichtwesen mich klar auszudrücken. Und meine innere Weisheit anzuzapfen. Wow, Marame. Atme tief durch. Ich danke dir für dein Dabeisein. Freue mich, wenn du bald wieder einschaltest. Und ja, ich lasse es noch wirken für dich und wünsche dir alles Liebe und eine wundervolle Woche. Marame, sei gesegnet. Und wir schauen in die letzte Botschaft, ja, mit der Holy Trinity oder Triad, mit diesen drei wundervollen Monoatom-Andaras, ein Divine Red, wie gesagt, für das göttlich-weibliche Maria Magdalena oder auch Uriel, Erzengel Uriel, Energie, der Saphir-Blaue, der Leuchtend-Blaue, für Erzengel Michael, der blaue Strahl, der göttliche Wille, Schutz, die Jesus-Licht, ja, das heilende Licht. Und dieser Angel Aura Opal White, und er hat dieses Schimmern, man sieht es an der Seite richtig schön, dieses goldene Schimmern im Licht, und er ist voll mit Weiß, mit Sifo-Bläschen, ja. Wie gesagt, das kommt jetzt hier in der Kamera nicht ganz so gut raus. Zoomt er nicht so gut. Aber wie gesagt, du kannst es sehen, und er steht für Erzengel Gabriel und die Reinheit, die Erneuerung, die Verkündung, ja. Und die Bläschen siehst du im Shop an der Aufnahme besser. Ja, also wenn man ihn ins Licht hält, direkt auch ins Sonnenlicht, sieht man es auch sehr schön. Und es reinigt und bringt uns auch mit unserer inneren Familie zusammen, Schutz, diese Liebe, die göttliche Kraft. Und das finde ich sehr schön. Wir schauen mal, was hier deine Botschaft ist mit den inneren Kind-Tarotkarten. Und hier kommt schon das Kind der Stäbe. Guck mal. Ja, fliegt hier der Junge auf einem Schmetterling oder einer Motte. Also auf jeden Fall einem, ja, es könnte eher eine Motte sein, weil wir haben ja den Sternenhimmel, also analog die Nacht, die Erde, die Mondsichel. Und es ist das, ja, Reich der Träume, der Abenteuer, und erinnert auch so ein bisschen mit dem wehenden Schal, dem blonden Haar, ein bisschen so an der kleine Prinz hier, ja, die ja diese neue Welten und Planeten entdeckt. Und genau darum geht es jetzt. Das Kind der Stäbe steht ja für, ja, den Bube der Stäbe im klassischen Tarot, das heißt für Neubeginne. Ein bisschen auch die Feuerenergie, die Stabenergie ist die Initiation, der zündende Funke, die Passion, also etwas, ja, wo man jetzt mit Begeisterung auch tut. Also es geht jetzt darum, wirklich neue Abenteuer, neue Welten zu entdecken, ja. Auch über Träume, Visionen geht es hier auch, ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, auf jeden Fall, Neubeginne, ja, Startimpulse, also es kann jetzt auch etwas wachsen, du bist neugierig, unternehmungslustig, ja, vielleicht wirst du auch auf deiner Reise, nicht nur auf deinen Traumreisen, vielleicht auch im realen Leben jetzt wirklich auf eine Reise gehen, kleinere oder größere, um eben mehr, wir haben ja The Holy Triad, du bist geführt, geschützt von der göttlichen Familie und deiner inneren göttlichen Familie und den Erzengeln. Und dass du hier wirklich, ja, mehr in deine Göttlichkeit, hier geht es ja um den göttlichen Segen, um diese göttliche Energie und den Anteilen, göttlich-männlich, göttlich-weiblich, die Engelenergien, das alles jetzt mehr entdecken darfst, in die Verbindung kommen darfst und ja, auf jeden Fall neue Neustart, neue Impulse für dich, dein Leben. Und das Ganze ist ja hier so ein bisschen spielerisch, ja. Mit dem Kind der Stäbe ist es ja wirklich wie der Junge, der hier wirklich auf der Motte fliegt, ja. Dieses zu entdecken und zu erfahren, zu erkunden, ja, dieses Spielerische und wieder so, ja, diese Freude zu empfinden. Und wir schauen mal rein, was Erzengel Michael da noch sagt. Und dann kommt's auch, benutze deine Imagination und du wirst die Antwort sehen.
Also auch hier geflügeltes Pferd Pegasus, wie hier. Wir haben also viel hier dieses Fliegen analog für Gedanken. Die Gedanken sind frei, die Visionen, Inspirationen und eben auch Reisen, innere wie äußere Reisen. Ja, ganz wichtig, benutze deine Vorstellungskraft. Vorstellungskraft ist Imagination. Und das ist unsere ganz große Kreativität, das ist die Vorstufe eigentlich, um zu manifestieren, um hell zu sehen. Also alles, was wir uns vorstellen können, wo wir in Gedanken so ein bisschen ausprobieren, uns ausmalen, ist ganz, ganz wichtig, weil dadurch regen wir unsere Kreativität, kreative Lösungen und auch göttliche Inspirationen an. Ja, und dann kommen plötzlich Einfälle, Lösungen, weil wir damit so ein bisschen spielerisch experimentieren. Schreib es vielleicht auch auf oder mal es dir auf oder ja, lass einfach so ein bisschen wie Tagträume, ja. Geh in die Imagination, geh in die Visualisierung, mach Innenreisen, ja. Lass dich führen. Lieber Gott, danke, dass du mir die Weisheit und Kreativität verleihst, deine Wunder auf neue und unerwartete Weise zu sehen. Dankbar und in Demut nehme ich deine Hilfe an. Kannst jetzt auch noch deine Situation beschreiben. Also, um jetzt wirklich weiter voranzukommen, es dürfen Wunder geschehen. Wenn du auch hier geht's wieder auch um Weisheit, Kreativität, das anzuzapfen. Ja, wir haben ja hier auch das Universum sozusagen, also alles diese höheren Ebenen, ja, göttliche Familie. Also, verbinde dich, zapfe an Weisheit, Kreativität, siehe die Wunder, erwarte die Wunder, nimm die Hilfe an, ja, lass es spielerisch und in Leichtigkeit geschehen. Und es ist eine wunderschöne Botschaft, ja. Und eben, da kann jetzt gar nichts schief gehen mit dieser Triad-Energie noch dazu, ja. Wunderbar, du wirst jetzt hier wirklich auch in eine neue Situation, in einen, auch vielleicht neue Gedankenimpulse, etwas Neues dir kreieren. Erschaffen, ja, du findest hier gute Lösungen mit deinem inneren Kind, mit dieser Leichtigkeit, mit dieser Reise und dem Vertrauen, dass Wunder jetzt, dass du selber auch Wunder jetzt dir manifestieren kannst, ja. Wir schauen mal rein, was hier noch, ja, die Launen. Die Ahnen sagen, der Regenbogen deiner Seele, deiner Gefühle, deines Lebens ist bunt genug. Der schlimmste Fehler, den du machst, ist deine schlechte Laune. Finde dich und reiße dich zusammen. Ja, das ist hier ziemlich auf den Punkt gebracht. Das heißt eben, nicht der Spielball deiner Launen zu sein, sondern kanalisiere dich, visualisiere, imaginiere das Positivste, das Bestmöglichste. Szenario, das, was du dir wünschst oder was du dir jetzt erhoffst, ja. Wir haben den Regenbogen, wir haben unsere Gefühle, Gedanken, Vorstellungskräfte, wie ein Regenbogen deiner Seele, genau. Alle Aspekte, das ganze Spektrum. Deswegen nutze es positiv, lass dich nicht wieder auch da in Zweifel oder destruktive Gedanken, die sofort wieder alle guten Imaginationen zunichte machen können. Ja? Ein schlechter Gedanke macht gleich wieder 10 gute zunichte, es ist leider so. Also achte hier auch auf eine klare, schöne, gute Visualisation, Leichtigkeit, gute Lösungen, Neubeginne. Vertraue auch da auf die Wunder und bleibe in dieser hohen göttlichen Energie und Stimmung. Ja, lass dich nicht wieder runterziehen. Ach, das klappt sowieso nicht. Ach nee, und überhaupt und dies und das. No, stop it, stop it, stop it. Deswegen sagt der Erzengel Michael, nutze jetzt wirklich diese Energie der Visualisation, der Vorstellungskraft, positiv mit Weisheit, Kreativität in dir, damit diese Wunder geschehen dürfen. Ja, wir aktivieren das jetzt auch nochmal für dich hier.
Ich bin in der Freiheit, meine Gedanken sind frei. Ich balanciere das jetzt. Ich verbinde mich mit der heiligen Familie und ich aktiviere das heilige Licht, die heilige Triade auch in mir. Leichtigkeit, Freude, klare Visualisation. Ich bin frei, ich fliege mit meinen Wünschen und Gedanken. Ich kreiere in Leichtigkeit. Ich achte auf eine positive Ausrichtung und positive Gedanken und Worte. Ich bin frei, mir mein Leben zu gestalten, meine Wünsche zu manifestieren, Wunder entstehen zu lassen, geschehen zu lassen. Ich kläre mein Gedankenfeld. Meine Gedanken sind frei. Ich bin verbunden mit Gott, mit meinem höheren Selbst, meinem Wissen, meiner Weisheit, meiner Kreativität. Und ich nehme all diese Geschenke und Wunder jetzt an in Demut und Freude. Und ich hege jetzt positive Gedanken in einer hohen Lichtschwingung. Göttliches Licht, das ich bin und das ich teile. Und so ist es. Amen. Marame. Wunderbar. Atme tief ein und aus. Wow. Und ich danke auch dir für dein Dabeisein. Wünsche dir eine wundervolle Woche. Freue mich, wenn du wieder einschaltest zum nächsten Reading oder zu den Adventstürchen, die es jeden Tag bis zum 24. noch gibt. Und ja, sage danke, tschüss und bis bald.